wunderschönen guten Morgen. Darf ich allen Gästen und Ausstellern hier auf dem 35. Ostermarkt in Adorf, mitten im Ort, darf ich Sie herzlich begrüßen und willkommen heißen. Mein Name ist Volker Becker, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee und gemeinsam mit unserem Ortsvorsteher Alex Kraus werden wir hier gleich den Ostermarkt, den 35. Ostermarkt eröffnen. Wir freuen uns alle, dass wir nach Corona jetzt wieder ohne Probleme den Ostermarkt feiern dürfen. Sie sehen hier viele Stände, die hier wieder den Weg nach Adorf gefunden haben. Viele davon haben schon über Jahrzehnte eine enge Verbindung nach Adorf, nach Diemelsee und damit alljährlich auch hier mit einer Beschickung des Marktes in Adorf. Herzlichen Dank, dass Sie uns die Treue gehalten haben, aber auch, dass wir hier viele Gäste haben, die auch hier heute Morgen schon so früh unterwegs sind. Es freut mich auch, dass wir hier viele von Adorf oder aus Diemelsee haben, die den Markt nachhaltig unterstützen. Wir haben die Jugendfeuerwehr dort, wir haben den Männergesangverein oder auch andere, die hier Waren anbieten oder für das gute Wohl, sei es nur mit Trinken oder Essen, für uns sorgen. Wir haben auch ein Ostergewinnspiel. Der Dampfentenclub hat sich wieder bereit erklärt, hier ein Gewinnspiel durchzuführen. Es gibt dort die Möglichkeit, Eier zu kaufen. Es gibt nachher ein Rennen auf der Wirbe und die Eier haben eine gewisse Nummer. Und welches Ei am schnellsten ist, gewinnt natürlich einen guten Preis. Aber es kann nicht jeder gewinnen, aber wichtig ist mitmachen. Und der Dampfentenclub freut sich über eine rege Beteiligung und hofft, dass auch viele den Weg an den Stand finden. Ansonsten darf ich mich herzlich bedanken bei allen, die im Vorfeld für die Organisation verantwortlich waren. Das war einmal der Ortsbeirat Adorf, das waren die Mitarbeiter vom Bauhof oder auch unser Team von der Touristinfo, die den Markt hier nachhaltig unterstützt haben. Ihnen herzlichen Dank. Ansonsten wünsche ich Ihnen hier viel Spaß in Adorf auf dem Ostermarkt. Denken Sie daran, die Schausteller freuen sich über ein Portemonnaie, was öfters sich öffnet. Und deshalb genießen Sie es, kaufen Sie ein, essen Sie, trinken Sie und sorgen Sie für leibliches Wohl. Herzlichen Dank und Ihnen allen ein schönes, ein frohes Osterfest. Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Alex Kraus, bin Ortsvorsteher hier in Adorf und ja, um die Zeit kann man schon fast Mahlzeit sagen. Zumindest in der Firma ist das um die Zeit so. Ja, der Herr Becker hat eigentlich schon fast alles gesagt, außer beim Ostergewinnspiel mit den Eiern. Also ich hatte versucht, ein Ei zu basteln mit einem kleinen Außenborder, das dann irgendwo schneller unten ist. Hat leider nicht geklappt, ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Ansonsten bleibt mir auch nur, mich bei allen zu bedanken, die im Vorfeld und bei der Durchführung sich hier engagieren. Nur gemeinsam kriegt man sowas hin. Und jetzt kommt auch in kurzer Zeit der Spielmannsmusikzug von der Feuerwehr, spielt dort drüben. Und ja, dann wünsche ich uns allen einen schönen Tag hier und viel Spaß und vielen Dank. Hallo, ich bin Bastian. Nee, du bist. Hallo, ich bin Bastian Knack und ich bin bei der Kinderfeuerwehr Diemelsee Adorf. Ich bin Karl Thilo Fieseler. Wir verkaufen bei der Kinderfeuerwehr auf dem Ostermarkt heute. Ich bin Henrik Wedekamp und wir verkaufen heute. Ähm,
Und wir verkaufen Dosen mit Blumen für einen Preis für 4 Euro oder 3. Aber wer ist sauber? Und diese Feuerwistel auch für 4. Und die Hasen auch. Ja. Und jetzt wird Tilo weiter. Wir verkaufen auch diese Hasen. Und diese Blumentöpfe mit diesen Hasen, da Schoki und noch und Eier drin und so Feuerkelche. Ja. Also wir dürfen Sie herzlich einladen am 20. Mai zu unserer Blaulichtparty anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr. 60 Jahre wird unser Schlauchwagen alt und die Feuerwehr Adorf wird 140 Jahre. Den ganzen Tag über ab 11 Uhr ist Programm am Feuerwehrhaus. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt tagsüber ein Spiel ohne Grenzen für die Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren. Und abends gibt es Tanz mit der Band namens Wanda. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie hier heute vom 35. Adorfer Ostermarkt. Wir sind die Dampfenten. Wir sind sozusagen, also wir sind der erste Dampfentenclub Deutschlands. Wir sind ein Spaßclub aus Adorf und unterhalten hier heute das Ostergewinnspiel. Das machen wir schon seit einigen Jahren und das ist immer ein sehr schöner Auflockerungserfolg. Und zwar geht das vonstatten, dass wir ganz viele Plastikeier als Lose verkaufen und die werden dann dort in die Bigge, weiter oben, beim, wo auch der Bürgermeister seinen Sitz hat, in den Bach geschmissen. Da ist unsere Auffangvorrichtung und ja, das ist immer sehr spaßig. Wir haben wundervolle Preise, die von den ortsansässigen Vereinen und auch Privatpersonen gesponsert werden. Unter anderem Tablet, Grillkohle, Tankgutscheine, Essensgutscheine oder auch wunderschöne Blumengestecke. Das ist alles da mit dabei. Wir sind das Team vom Förderverein vom Kindergarten Tulpenweg und wir verkaufen heute hier Kaffee und Kuchen und der Erlös kommt den Kindern zugute und wird für Anschaffung verwendet, wo ansonsten kein Geld für wäre. Alle Kuchen wurden von den Eltern vom Kindergarten gespendet und wir hoffen und drücken ganz fest die Daumen, dass wir heute wirklich viele Spenden bekommen, um viele Träume der Kinder zu erfüllen. Thank you.
hallo. Osterhasi, das ist schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Uns beide geht's sehr gut. Wir haben sehr viel Spaß, hier auf dem Adorfer Ostermarkt wieder den Osterhasen zu spielen, die Kinder zu erfreuen mit schönen Ostereiern und mit Süßigkeiten. Wie in den letzten Jahren habe ich auch meine Enkelin Annalisa mitgebracht. Ja, das ist mir aufgefallen und tut mir auch leid. Ich habe nur von dem Osterhasen gesprochen, aber es gibt ja die Osterhasen. Bist du der Nachwuchs, der das vielleicht demnächst übernimmt? Nein. Nein? Das ist wirklich sehr schade, aber toll, dass du mitgehst. Das ist ganz super. Aber ich habe noch für den Ortsvorsteher auch noch was Schönes. Die gemeindlichen Gremien, der Bürgermeister und auch der Ortsvorsteher, die kriegen immer vom Osterhasen auch ein Osterei geschenkt. Und Tradition ist es, dass... Lass mich raten, dieses Osterei hat eine ganz bestimmte Farbe. Nämlich sie ist rot. Immer ein schönes rotes Osterei. Alex, das darf ich dir überreichen für deine gute Arbeit. Und wir wollen hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch viele, viele schöne, unter anderem Ostermärkte hier in der Adorfer Ortsmitte gemeinsam feiern können. Da bin ich mir ganz sicher. Alex, einfach auch an den Adorfer Ortsbeirat ganz herzlich danke. Auch von Annalisa. Ja, vielen Dank. Ein wunderschönes Ei, das ich in Ehren aufessen werde. Vielen Dank euch beiden. Und dann beglückt noch die Kinder. Und vielen Dank euch beiden und viel Spaß noch.